So Leute, willkommen zurück zu Mega Man X. Mal gucken, ob wir heute immer noch Frame Drops haben. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe jetzt mal meinen Laptop aufgemacht. Ich habe festgestellt, ihr habt den seit Ewigkeiten nicht sauber gemacht. So, wir haben die Stages uns angeguckt. Ich möchte mal hier Needleman. Keine Ahnung, wer das ist. Dass die nicht mehr Man heißen, macht mich sehr kaputt. Ach, das ist Hummerman. Crush Crawfish. Das ist, hier, Larry. Larry der Hummer. Ja, das spielt sich jetzt schon. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen cleverer spielen können, aber das spielt sich doch schon viel flüssiger als beim letzten Mal. Oh, konstante FPS. Ab und zu muss man einfach den Laptop mal sauber machen. Was war denn das? Komm ich da rüber? Ja. Aber ich soll wohl runter. Trau mich nicht hier einfach mittig runter. Genau. Genau deshalb. Das ist der Grund, warum ich Vertrauensprobleme habe. Und das ist schon wieder so eine verzweigte Stage. Weil da hätte ich auch runtergekonnt. Vielleicht hätte ich da runtergesollt. Kann ich nochmal zurück? Nein. Vielleicht wäre da was gewesen. Man weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch einfach nur eine Alternativstrecke gewesen. Oh. Der fühlt sich jetzt cool, weil er sich hinlegen kann. Und Mega Man nicht. Mega Man ist folglich nicht cool. Oh Gott. Hab eh Heilung hier hinten. So. Das fühlt sich wie eine Anfangsstage an. Weil man kriegt haufenweise Heilung. Es ist fast schon ein bisschen schwer, Fehler zu machen. Gegner geben einem einen gewissen Abstand. Man hat keine Lags. Okay, das liegt vielleicht weniger an der Stage. Sondern mehr daran, dass mein Computer sauber ist. Ah, hier gibt es wieder so ein... Und Ding. Ah. Ja. Oh. Habe ich gesagt, die Gegner geben. Wie soll ich denn da dran kommen? Brauche ich bestimmt irgendwas, mit dem ich da durchhauen kann. Oh Gott. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber ich lebe. Jetzt halt mit 0,1 HP wahrscheinlich Miniboss machen. Krieg ich jetzt eine volle Heilung? Ach, es geht nach unten weiter, aber ich kann auch nach... Ich glaube, ich muss sogar nach oben. Oh. Ja, gut. Ich muss nach oben. Und das ist nicht einfach. Aber ich darf hier hinter der ersten Tür weitermachen. Oh, der schießt zweimal. Was? Ein Sack. Ja, dann möchte ich mich wieder voll heilen. Sehe ich gar nicht ein. Ja, war wieder ein leichter Lag, aber nur ein ganz leichter. Also es läuft auf jeden Fall besser als im letzten Video. Na, jetzt fängt es wieder an. Kannst du vielleicht aufhören? Na gut, ich habe jetzt auch ein bisschen was im Hintergrund offen gelassen, was ich normalerweise beim Aufnehmen halt nicht habe. Okay, da darf ich nicht runterfallen. Das heißt, den Sprung muss ich tatsächlich schaffen. Einfach bloß als Test, ob es was ausmacht. Jetzt noch. Und ich muss sagen, es macht weniger aus als nur Mega Man vor der Säuberung. Das war der Purge.
Ich habe den ganzen Staub gepurcht. Oh Gott. Ich hab gedacht, ich passe da durch. Aber offensichtlich tue ich das nicht. Ganz offensichtlich passe ich da nicht durch. Aber ja, die Prozessorleistung ist jetzt auch wieder in einem normalen Maß. Vorher war das, sagen wir einfach, es war nicht normal. Ja, ich werde jetzt hier, hallo. Also es war sowas von gar nicht normal. Okay, der schießt auf mich, solange ich ebenerdig bin. Das ist gut zu wissen. War hier einer? Nee. Ich finde es auch gut, dass die Sprünge nicht auf Null getimt sind. Oh, den habe ich... Ah, das war dumm. Das war auch dumm. So. Dass ich hier keine Vollheilung kriege, das... finde ich sehr verwerflich. Ah, die gehen aber leicht kaputt. Ich weiß halt immer noch nicht so genau, wie ich da oben dran kommen soll, aber es ist in Ordnung. Muss man manchmal auch nicht. Da brauche ich bestimmt irgendwie einen Bumerang oder sowas. Das heißt, das hier ist doch keine Stage, die man von Anfang an machen soll. So, genau, das ist jetzt nämlich an die Seite und hier kann ich nicht durch. Das heißt, es ist tatsächlich so gedacht, dass ich hier hoch kann. Ups. Nicht runterfallen. Runterfallen, böse. Wenn ihr mich mit meinem neuen Laptop unterstützen wollt, ne, einfach viel, viel Videos gucken. Uff. Der zieht halt auch ab, ne? Ja, zum Glück. Aber wir brauchen dringend einen HP ab. Ich weiß nicht, wo wir es herkriegen, aber ich will es. So, Bossfight, den mache ich aber nicht mit Lex. Dann mache ich alles, was im Hintergrund läuft, aus, weil... Der Laptop ist halt... ist halt alt. Ich habe ja noch einen Subtank, also im Notfall kann ich den verwenden. Ich will nicht, aber ich könnte. Vermisse, dass man die Dinger farmen konnte. Ja, da. Larry. Oh Gott. Okay, Larry, der Hummer ist gemeingefährlich. Und ich bin zu doof zum Ausweichen. Und da bin ich tot. Okay, der geht aber. Der geht. Der geht. Den finde ich tatsächlich okay. Ich möchte trotzdem die anderen noch ausprobieren. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir noch mehr gefällt als Larry. Also Larry finde ich von denen, die jetzt da sind, am okaysten. Aber ich hoffe darauf, dass ich irgendwo nochmal ein HP-Upgrade finde. Oder kriegt man die, wenn man Gegner besiegt hat? Also so... Die Mans. Mans Health. Na, die sind ja kein Problem. Okay, Superstein.
Was verteidigt Superstein hier drüben? Ich möchte das herausfinden, weil wenn es ja eine Alternativroute gibt, vielleicht gibt es hier ja mal ein HP-Upgrade. Und seien wir ehrlich, das ist alles, was wir jemals wollten. Und da kann ich doch vorbeispringen, ja. Ja, natürlich. Aber hier unten ist schon die Tür. Oben wäre es auch noch weitergegangen. Hier ist wieder nichts Zwischenboss. Oh. Ding schießt Bora, nachdem es gestorben ist. Aber leichte Lags habe ich immer noch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber immerhin ist es ein bisschen besser. Oh, fuck. Die Bora kriegt man nicht kaputt. Ach, da haben sie gleich den nächsten. Ja, moin. Ein Bora reicht nicht. Brauchen wir mehr. Wasser. Mehr Heilung. So. Bekämpft die gar nicht erst. Geht eh nur schief. Au. Okay, willkommen bei Indiana Jones und der Bullshit des Tages. Miniboss? Miniboss. Mit fehlenden Soundeffekten, wie es scheint. Okay. Ist in Ordnung. Finde ich, kann man mal machen. Okay, ich habe ihn kaputt gekriegt. Das ist schon mal wichtig. Oh, gibt's sogar ein extra Leben für. Nicht du. Jeder, aber nicht du. Darf ich sagen, dass ich das Vieh abgrundtief hasse? Also von allen Viechern, die wir hier bisher gesehen haben, ist das, glaube ich, mein Sind wir wieder an der gleichen Stelle, an der wir letztes Mal waren? Wir haben doch jetzt einen Miniboss besiegt. Sieht das bloß genauso aus oder muss ich jetzt den ganzen Kram nochmal machen? Nee, das ist... Das ist dieselbe Strecke. Ich muss die nochmal machen. Ach stimmt, das war die Stelle. Ich werde es auch nicht lernen. So, nach links komme ich hier immer noch nicht.
Das habe ich vergessen, dass da unten ein Loch war. Von allen Gegnern hier drin sind das die schlimmsten. So, die eine Heilung hole ich mir gar nicht erst. So, den habe ich, bei dem habe ich dazugelernt. So, und diesmal bin ich nicht ganz so blöd und bleib rechts. So. Jetzt kommt er wieder. Mr. Hau die Wand kaputt. Ist hier einfach nicht hoch genug. Alter, halt auch immer wieder runter. Und kann mich dann im Moment nicht bewegen. Ich meine, theoretisch kann ich ihn so fertig machen. Ist halt garantiert nicht im Sinne des Erfinders, aber gut. Mach ihm jetzt immer zwei Schaden. Manchmal auch nur einen. Gibt er mir wieder ein Leben? Das wäre lustig. Ah, der gibt immer ein zufälliges Item, okay. Oh, ich hasse das Ding. Warum muss das direkt danach kommen? Man ist angeschlagen vom Gegner und dann kommt das Vieh. Gut, aber der Part ist vorbei. Wir haben immer noch nichts erreicht. Lasst mir einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Mega Man X4. Bis dann, euer Wolf.